Hallo und herzlich willkommen zu Stürmi News zum ersten Mal. Ja, und heute möchte ich das DFB-Pokalspiel HSV gegen Leipzig orakeln. Und ja, mein Tipp wäre ein 3 zu 1 für Leipzig. Und ja, ich denke mal, wir gehen jetzt mal zum Kommentar des Spiels und dann bis später. So, wir kommen zum DFB-Pokalspiel HSV gegen Leipzig. Leipzig im Moment auf Platz Nummer 3 in der ersten Liga und der HSV in der Tabelle auf Platz Nummer 2, also direkt vorm Aufstieg. Jo, dann schauen wir mal gleich, wie die Aufstellungen sind vom HSV. So, hier ist die Aufstellung: Pollersbeck im Tor natürlich. Dann haben wir Santos, Van Dongen, Bartes und Sakai. Dann haben wir Jan Jicic. Dann haben wir Jatta, Mangala, Özcan und Nari. Und Lasogga im Sturm. Holtby und Arp auf der Bank. Jetzt werden hier die Check-ins zwischen den beiden Parteien gemacht. Und dann schauen wir gleich mal auf die Aufstellung von Leipzig. Hier ist sie, dann hier Gulaski, Halstenberg, Orban, Konaté und Klostermann. Dann hier Campbell, Laimer. Dann haben wir Forsberg und Sabitzer. Und Werner und Paulsen im Sturm. Da haben wir noch die Bank. So, auf geht's. HSV von links nach rechts. So, hier. Orban. Das hier ist noch nicht Orban. Aber egal. So, oh, Lasogga hätte können das 1-0 machen. Schade. So, weiter geht's. Hier Leipzig jetzt am Angreifen. Paulsen, Werner. Werner schießt. Oh, das war haarscharf. So, jetzt hier wieder der HSV. HSV im Angriff. Und da hat Leipzig wieder den Ball. Da hat Lasogga wieder den Ball. Oh, das hätte können schon eigentlich das 2-0 sein. Naja. Mal schauen, wie das Spiel ausgeht. Und jetzt kommt wieder RB Leipzig und Paulsen den Ball zum Werner. Werner auf Sabitzer und Sabitzer zum Schuss. Oh. Das hätte können schon das 2 zu 1 werden, aber ja. So, der HSV kommt jetzt wieder über die linke Seite. Jetzt in den Sturm und Lasogga, Nare. Das hätte können das 3 zu 1 sein. So, Abstoß von Leipzig. Jetzt über links, Halstenberg. Und der HSV hat den Ball wieder zurück. HSV zum Angriff und der Schuss wurde geblockt und nochmal und ja. Also Lasogga hat schon 3, 4 Chancen gehabt. So, HSV wieder im Angriff. Mangal, also, alles klar. Und zum Schuss und. Au, Lasogga schießt den Lattenkreuz an. Heieiei. Und jetzt ist Leipzig wieder im Angriff. Na, und da hat jetzt wieder der HSV den Ball. HSV im Angriff und Leipzig hält sich gut dagegen. Also ich finde, HSV ist im Moment ziemlich so. Da ist schon die zweite Halbzeit jetzt. HSV hat den Ball wieder. HSV geht nach vorne.
Hier über links. Jetzt hat Jatta den Ball. Spielt ihn zu Özcan und. Ach. So. Jetzt hat Leipzig den Ball und Paulsen. Paulsen auf Forsberg und Forsberg schießt und Tor! Goal, 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 goal. Das ist das 1:0 für Leipzig. Emil Forsberg zum 1:0. So, Anstoß für den HSV. HSV über links mit Santos und Verdrongeln. Mangala. Mangala zu Holtby. Oh nein. So, jetzt hat Leipzig den Ball wieder und Freistoß. So, hier Forsberg, Halstenberg über links, Halstenberg zu Forsberg, Forsberg zu Werner. Werner schießt flankt in die Mitte und oh, das war haarscharf durch Sabitzer, glaube ich. So, HSV stößt ab. Jančić hat den Ball. Jatta. Jatta spielt über links. Passt zu Jančić. Jančić in die Mitte und. Das 1:1 durch. Ja, Nari. So, jetzt kommt wieder RB Leipzig. Leipzig durch die Mitte. So, Demme, Paulsen. Paulsen auf Sabitzer. Sabitzer flankt in die Mitte und Werner. Schade, schade. So, HSV hat wieder den Ball. Und da hat Leipzig ganz schnell wieder den Ball. Und Werner läuft und Tor, 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 Tor. Timo Werner. Das ist das 1:2 für Leipzig und nur noch wenige Minuten zu spielen. Und noch einmal der HSV vielleicht. HSV durch die Mitte. Jetzt hat Lasogga den Ball. Lasogga zu Nari. Lasogga. Mangala. Holpi, Holpi. Und das Spiel ist aus, aus, aus. Das Orakel ist hier 2:1 ausgegangen. Ja, ihr habt es gesehen, das Orakel ist 2:1 ausgegangen. Mein Tipp ist natürlich 1:3 für Leipzig. Ich hoffe, euch hat dieses Orakel gefallen. Wenn ja, gebt schön einen Daumen nach oben. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Und ciao.